Finale in der Hallenmeisterschaft, die nicht mehr so ganz eine Hallenmeisterschaft ist, ist nur noch eine Kleinfeldmeisterschaft. Wie gesagt, ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr. Dortmund gegen die Hertha in voller Länge. Danke fürs Reinschalten und viel Spaß. Finale bei den Hallenmeisterschaften. Herzlich willkommen zum Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC. Das schauen wir uns in voller Länge in der Breite an in Buenos Aires. Ja, es ist ein bisschen über eine Hallenmeisterschaft hinausgewachsen, aber wir wollen auf jeden Fall einen Sieger beim Kleinfeldfußball krönen. Dortmund hat es im ersten Jahr geschafft, dann Gladbach, aber jetzt will die Hertha den dritten Titel an sich reißen. Es ist kein schlechter Beginn. Schwolo früh unter Druck, dann dribbelt er da auf der Linie, sollte man sich nicht unbedingt mehrmals erlauben. Irgendwann wird der BVB drauf lauern. Boyata mit der Hacke zu Malen. Was für ein Fehler. Daniel Malen. Haut drauf. Schwolo mit der Parade. Eckstoß. Haaland aber relativ schwach ausgeführt. Haben schon einige Tore in diesem Turnier gesehen nach Eckball. Aber hier noch nicht. Boyata, der kommt ein bisschen zu spät. Der Ball. Trotzdem, die Hertha bleibt drauf. Jovetic, Boyata. Stark. Boyata kommt nicht durch. Haaland passt auf und dann die Hacke von Zagadou. Stark zu Meunier. Haaland. Haaland wird nicht angegriffen. Schwolo pariert. Und jetzt ist er drin. Thomas Meunier. 1-0. Die Hertha schnappt sich sofort den Ball. Minute gespielt. Der BVB geht im Finale in Führung durch Thomas Meunier. Eben nach einem Eckball. Und sie bleiben drauf. Malen. Haaland. Haaland. 2-0. Erling Haaland. Er erhöht die Führung. Das sind schon mal gewisse Tendenzen, die sich hier ergeben. Aber wir sehen es. Die Hertha ist nicht chancenlos. Kobel mit der Parade. Jetzt wieder Haaland, der aufpasst. Malen. Meunier. Malen. Wird aber am guten Abschluss gehindert. Anderthalb Minuten noch zu spielen. Die Hertha braucht vor der Pause auf jeden Fall noch den Anschlusstreffer. Und sie arbeiten gut dran. Sie arbeiten sehr gut dran. Aber der BVB in diesen Umschaltsituationen immer richtig gefährlich. Erling Haaland. Erling Haaland. Nein, diesmal ist Schwolo dazwischen. Ja, stark bereinigt das. Jovetic. Belfodil, da kann er vielleicht auch selber gehen eigentlich. Viel Platz vor den Füßen gehabt. Wieder Belfodil, quer zu stark. Das ist jetzt auch Pech. Der trifft nur das Aluminium. Und Zagadou alleine vor Schwolo. Aber er scheitert. Also wie der BVB hier auch mit seinen Chancen teilweise umgeht, ist ebenfalls etwas fragwürdig. Minute noch zu spielen im ersten Durchgang. Ist aber auf jeden Fall überhaupt nichts mit Abtasten. Klar, die Hertha muss jetzt natürlich kommen. Der BVB kann die Räume nutzen. Zum Angreifen nutzen sie diese auch. Aber noch nicht zum Abschluss zu kommen oder zum Tor zumindest zu kommen. Nächster Abschluss, ja, aber noch kein Tor. Doch die Hertha kann auch kontern. Belfodil, Jovetic. Aber Kobel, bislang unüberwindbar. Gregor Kobel, jetzt vielleicht mal, nein, kommt kein Herthaner ran. Haaland quergelegt zu Malen, Schwolo. Also die Keeper beide heute auch mit einem sehr guten Auftritt. Malen, Meunier, ja, Fehlpass von Malen. Noch 20 Sekunden, kommen sie zum Abschluss. Die Herthaner, sie brauchen unbedingt das 2-1. Boyata, stark. Belfodil. Jovetic, stark. Die Sekunden verrinnen, Jovetic. Da muss der Abschluss kommen und da muss auch vor allem das Management von außen mal sagen, haut doch drauf, jetzt ist nämlich die Zeit vorbei. Erster Durchgang 2-0 für den BVB. Schauen wir auf die zweiten 3 Minuten gleich. Da sind wir wieder. Die zweiten 3 Minuten laufen just in diesem Moment. Die Hertha mit argen Problemen hier in der Anfangsphase. Verlieren den Ball. Angriff, wieder Schwolo. Also der verdient sich heute den ein oder anderen Schulterklopfer, bringt ihm aber am Ende auch nichts. Boah, Boyata ans Aluminium. Also auch Glück für den BVB jetzt.
sehr turbulente und viele Abschlüsse in dieser Partie. Zagadou mit dem 3:0 und ist das jetzt schon die Vorentscheidung? Möglicherweise. Boah, da kann dann auch selbst Alexander Schwolo nichts mehr machen. Und der BVB eben tatsächlich auf dem besten Wege im dritten Jahr das zweite Mal die Hallenmeisterschaften, die Kleinfeldmeisterschaften zu gewinnen. Nein. Aber schreiben wir die Hertha noch nicht ab. Immerhin die Bayern 3:1 geschlagen. Jovetic zu stark und genau das. Wir schreiben sie nicht ab. Fehlen immer noch zwei Tore und hinten müssen sie stabil sein. Aber Kobel wurde dann doch jetzt das erste Mal überwunden in Person von Niklas Stark. Haaland. Cleverer Pass. Zagadou. Hätte deutlich mehr Tore noch machen können und wieder Zagadou. Erste Minute vorbei. In Halbzeit 2. Und der BVB muss ein bisschen aufpassen. Die Hertha wird nämlich nicht schlechter. Wow. Junge, Junge, das ist auch Pech. An die Latte vom Rücken von Kobel, dann an den Pfosten. Das hätte gut und gerne das 3:2 sein können. Mann, oh Mann. Also ganz viel Glück für Dortmund. Zagadou. Aber der, ja, 1000 Chancen, 2 Tore vom Gefühl her. Aber es bringt noch nicht die Entscheidung in dieser Partie. Es ist noch immer offen, auch wenn die Hertha gerade nicht an den Ball kommt. Dortmund clever hier am Zeitgewinn. Erling Haaland, Aluminium. Also das kommt doch in diesem Spiel verdächtig oft vor. Konter, Stark, Boyata, Stark. Den muss er natürlich machen. Und dann wird es nochmal richtig gefährlich. Boyata gegen Meunier setzt er sich zwar durch, aber auch nicht so richtig. 45 Sekunden noch. Gibt es nochmal den Anschlusstreffer für die Hertha. Er müsste jetzt so langsam fallen. Spätestens bei der 20-Sekunden-Marke müsste der eigentlich her. Haaland, Malen im Zusammenspiel. Auch das wieder clever mit der Zeit. Malen, aber wieder steht das Torgehäuse im Weg. Noch 20 Sekunden. Die Hoffnung, sie schwinden. 15. Die Hertha verschludert es jetzt aber auch so ein bisschen. Ja, Stark lädt da nochmal zum Tanz ein. Aber das dürfte es eigentlich gewesen sein. Und damit gewinnt der BVB zum zweiten Mal die Hallenmeisterschaft. Die Hertha kam am Ende nicht mehr über diesen Eintreffer hinaus und Dortmund, herzlichen Glückwunsch. Ja, ich hoffe, die Hallenmeisterschaft hat euch gefallen. Bald geht Bundesliga weiter. Bleibt gesund, haut rein und adios.